Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Und zwar heute gibt es mal wieder ein Video mit Ansage. Mein Stream wurde sabotiert, von Schergen heimgesucht. Und ja, sie hauten dort die Follows raus, dass es nur so krachte. Leider war es alles kacke am Ende. Ich hatte 700 neue Follower in, keine Ahnung, wie lange waren es, 5 Minuten oder so. Insgesamt hatte ich dann 1000 Stück. Mittlerweile wurde das von Twitch wieder bereinigt. In dem Atemzug möchte ich mal euch noch bitten, mal zu gucken, ob euer Follow noch da ist. Weil ich habe gesehen, es kamen wieder Refollows rein, um es mal so zu nennen. Leute, von denen ich eigentlich sicher bin, dass sie mich nicht entfollowed haben, sondern halt wahrscheinlich aufgrund dieser Säuberungsaktion mit unter die Räder gekommen sind. Also schaut mal bitte nach. Fand ich jetzt die ganze Aktion, ja, war mal eine Erfahrung, deswegen auch dieses Video. Falls das nochmal passieren sollte, wird es dazu nicht nochmal ein Video geben. Ich habe es versucht zu schneiden, so gut wie es geht. Aber nicht so viel, um euch nicht auch noch ein bisschen auf den Sack zu gehen damit. Also es war schon richtig Sackgang und am Ende bin ich auch noch draufgegangen. Ich hatte dann auch die Vermutung, dass es vielleicht so Streams, aber man macht sich die Arbeit, ja, so. Aber ich habe ja halt nichts mehr gehört. Es war so laut und habe dann eigentlich am Ende der Woche im Gebüsch gehockt und habe trotzdem bin draufgegangen. Keine Ahnung, ob es was damit zu tun hat. Da ist mir auch relativ egal. Schade war es um die Quest. Ich konnte auch mein Follower-Alert nicht mehr ertragen danach. Und ja, aber ja, war meine Erfahrung. Viel Spaß euch dabei und bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Mist, ich hab mich total verquatscht. Mein Frauchen sitzt unten mit der Nachbarin. Wir haben natürlich einen scheiß Bohren. Wie lange stehe ich denn jetzt schon hier? Und es sind immer noch 39 Minuten? Ich habe mich doch letztens beschwert, dass es auf 35 runtergekürzt haben. Sonst hatte ich immer 35. So, wartet, wir müssen irgendwie... Jetzt habe ich natürlich... voll den Bezug verloren zum Spiel. Mann, greif zu hier! Nicht lang, 30 Sekunden, okay. Die Frauchen sitzen mit den Nachbarn unten und quatschen und ja, bin ich so auch mit ins Reden gekommen, ja, und komplett vergessen, dass ich im Stream bin. Alter Schwede. Alter, der hat mich erschrocken. Wieder so ein Horror-Skef. Gar keiner da. Wir müssen ja ein Sägewerk. Stimmt ja, dort ist es ja. Da muss ich es ja platzieren, da unten am See. Ja, Gratulation, Matzo. Jo, danke. Wird bestimmt gut gehen. Ja, ich glaub's auch. Ist ja zum Glück ein bisschen versteckt so.
schleiche ich mich da am besten ran? Ich glaube, so von der linken Seite, also Richtung vom Emmercom kennen, würde ich sagen. Das passt. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich weiß es nicht. Die hocken auch immer gerne an den Felsen da unten am See. Wenn du von hinten vom Outskirts kommst, wo das Zelt ist, da geht es ja dann um den Felsen drumherum. Dann, wo die Bäume stehen, da sitzen die immer gern drin. Das ist also auch nicht so das Wahre. Aber so müsste ich am Checkpoint vorbei. Das ist halt auch gut besucht. Das ist idiotisch. Also früher, als ich noch nicht gestreamt habe, hab ich mich dann jetzt hier irgendwo ein halbes Stündchen ins Gebüsch gehauen. Hab gewartet, bis die ganzen Wahnsinnigen durchgerauscht sind. Hab dann was gegessen, getrunken, gemächlich. Und dann bin ich da hingelatscht. In der Zwischenzeit was geraucht, also eine geraucht, nicht was geraucht. Das habe ich ja, sowas habe ich ja nicht. Schon ewig und drei Tage nicht mehr. Aber bald soll es ja wahrscheinlich legalisiert werden. Wer weiß, vielleicht zündet sich da mal so ein kleines Pfeifchen an. Aber dann bin ich ja noch loster. Loster am lostesten. Aber mit dem Beutel so. Beutel, Benji, wir alle hier so eine Pfeife in der Fresse. Lustig wird es bestimmt werden, obwohl ich weiß, ich bin früher immer, alle waren lustig, nur der Matze, der war müde und hungrig. Das Zeug hat mich irgendwie immer schläfrig gemacht. Und deswegen habe ich dann und das Sniper-Scap schon mal nicht so schlecht, dass er da ist. Vielleicht hält er mir ja doch den ein oder anderen Schurken vom Hals. Oder er brezelt mir eine über, und das kann natürlich auch sein. Man munkelt, er macht sowas recht kappen. Junge, ey, fliegen die hier wohl die Planken oder was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Da kommt er wieder. Der Röhricht. Scheiße, das war vielleicht ein Spieler. Glaube ich nicht. Miniert ein Kavon. Kratzt du mal ab. Ja, ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal geraucht habe, da war ich im Bundeswehrkrankenhaus wegen meinem Bandscheibenvorfall.
Und dann kam dann so ein Typ rein ins Nachbarbett. Und der meinte irgendwann, komm, lass uns auf den Balkon setzen, lass uns einen rauchen. Ich sage, ja gut. Ja. Meine Zigaretten genommen, rausgegangen, nicht doch das, das. Und dann hat er irgendwie so seine selbstgedrehte mit dem Top-Zeugs da drin. Kommt auf die Sorte und THC halt an, okay. Ich lasse mich dann in der Apotheke beraten. Und ich sage, nö, ach nö, das will ich nicht, so ein Scheiß. Aber da wäre ich süchtig und so. Und dann, das ist Drogen und so. Kennst ja so DDR-Kind, noch nie Drogen gehabt. Was sowas gab, habe ich ja, gab's ja nicht. Also gab's vielleicht, keine Ahnung. Ich habe mich mit sowas nicht beschäftigt. Jedenfalls dachte ich, ich wäre davon abhängig. Und er meinte, nein, Quatsch, wirst du nicht. Und dann habe ich dann mit geraucht. Und als wir so das Ding dann weg hatten, meinte er, so, jetzt bist du süchtig. Ich sag, du Arschloch. Ja, ich habe kein Problem mit Drogen. Ich kann jederzeit damit anfangen. Eine Kamera haben wir mitgenommen, ja? Ja. Okay. Aber was sind das für Namen, Leute? Was ist denn das? So, hört ihr mich noch? Ich habe mal das Alert deaktiviert. Tja, weiß ich nicht so recht, ob ich mich drüber freuen soll oder nicht. Ja, okay. So, meine Musik auch noch zu hören. Ja, weil da Nachrichten standen, die nicht wirklich schön waren. Endlich Ruhe, ja, Mann. Er weiß erst, freust du dich und dann denkst du dir, hä, was sind das für Namen? Endlich Ruhe, Gott sei Dank. Ja, jetzt bin ich für nichts und wieder nichts draufgegangen. Nur die Follower kann man sich nicht eigentlich nicht wirklich freuen, weil es scheinbar nicht wirklich echte Follower sind. Ja. Schade eigentlich.